Servus Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragonflight Gameplay, hier wieder straight aus einem Dungeon und wir sind diesmal als Tank drin. Ich habe gerade eben mal die Spezialisierungen so ein bisschen hier zumindest eingestellt und ja, wir haben halt den Einsteigerbild drin, aber es sollte ja eigentlich kein Riesenproblem sein. Ich weiß gar nicht, wo sind wir gerade drin? Brackenfellhöhle, okay. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, dass wir die Kollegen hier irgendwie... okay, das geht schon mal nicht. Das geht schon mal nicht hier. So, aber wir können hier... Wir können hier zumindest schon mal so ein bisschen... So ein bisschen diesen hier... reinmachen. Ich hoffe halt, wie gesagt, einfach nur, dass wir... hier relativ zügig durchkommen. Okay, wenn es aufblinkt, können wir es machen, okay. Wenn es aufblinkt, können wir es machen. Ich dachte gerade schon die ganze Zeit, wo ist denn das Problem jetzt? Was müssen wir denn hier? Tuska befreit, okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier einen Stepper runter machen. Jetzt seht ihr tatsächlich auch mal Gameplay als Tank auf diesem Kanal. Ich glaube an der Stelle tatsächlich auch das erste Mal. Ich habe jetzt auch schon Ewigkeiten keinen Tank mehr gespielt. So, Tuska befreit. Dann können wir einmal hier den Käfig öffnen. Vorsicht da draußen. Ja, Vorsicht da draußen. Klaffzahn. Okay, so. Und ich würde sagen, wir machen mal den Stepper hier runter. So, hierfür bräuchten wir auf jeden Fall Weak Auras, so, das wäre zumindest gut. Dass ich genau sehe, wann wir irgendwie drei Balken von irgendwas haben. Wäre gar nicht so verkehrt. So, zack. Oh, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, so, wir können hier einmal reingehen. Und hier auch tatsächlich auf die Gegner zermalmen einsetzen. Aufgrund dessen, dass die Kollegen hier... So. Dann würde ich sagen, machen wir mal den hier rein. Dann können die da den Tuska befreien. Wir werden euch nicht vergessen. Ich habe halt auch, wie gesagt, gar keine Ahnung, was hier der Way to go ist. Wenn ich ehrlich bin. Gar keine Ahnung von. So, aber ich würde sagen, an sich... An und für sich läuft es auf jeden Fall schon mal eigentlich ganz gut. Hätte ich jetzt einfach mal gesagt. So, zack. So, da können wir keinen von mitnehmen. Und dann, ja, Tuska haben wir jetzt befreit. Drei Stück. Zwei Stück. Wieder drauf gehen, zack, und das läuft doch eigentlich schon mal echt grandios an der Stelle. So,
Vorsicht da draußen. Vorsicht da draußen. Tötet sie. Vernichtet sie. Zerstört sie. So. Zack. Ja, okay. So, okay, dann können wir jetzt das hier nochmal aufmachen. Dann haben wir jetzt eigentlich alle. Unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Ne, haben wir immer noch nicht. Warum kriege ich eigentlich nicht mal meine Krankheit gebannt? Na gut, alles klar. Okay, die werden wir jetzt auch adden. Vorsichtig da draußen. Die beiden hier. Zu uns, Fleischdiebe! Wir euch zerfetzen! Worauf wartet ihr? Bringt uns, Fleischdiebe! So, Gnolle halt auch eigentlich komplett primitiv. So, zack. So, gib mir kurz eine Sekunde. Einen Moment bitte. So, da bin ich wieder, ihr Lieben. Tut mir leid für die kurze Unterbrechung. Ich wurde gerade tatsächlich angerufen. Und da müsste ich aber dann mal an der Stelle mal eben dran gehen. Jetzt sind wir aber hier wieder am Schlüssel. Handlungsunfähig hier an der Stelle, okay. Bin ich jetzt komplett handlungsunfähig. 5 Sekunden, 4 Sekunden. Okay, ich kann gar nichts mehr machen. Auch okay. So, blutiger Ehering haben wir jetzt hier bekommen. Gegen was tauschen wir das denn? Gegen den 302er machen wir es mal. So, uch, hallo. So, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier richtig sind. Ich gehe mal davon aus, ja. Aber komplett sicher bin ich mir nicht hier an der Stelle. So, aber das sieht ja schon mal gut aus. Ich würde sagen, wir müssen jetzt mal hier nochmal Eisenfell mit reinkloppen. Und haben dann
hier die Möglichkeit, die Gruppe einfach mal easy aus dem Weg zu räumen. Wie gesagt, das ist gar kein Problem. So. Okay, dann war natürlich klar, dass wir die hier adden. War natürlich klar wie Kloßbrühe. Jetzt hoffe ich mal gucken. Okay, bin ich gemutet? Das ist sehr gut. Ich habe gerade Angst gehabt, dass ich gemutet bin. Nein, ich habe mich ja gerade eben gemutet, aber wäre natürlich jetzt schlecht gewesen, wenn ich immer noch gemutet gewesen wäre. So, und dann würde ich sagen, laufen wir jetzt einfach mal komplett hier durch. Die scheinen ja nicht wirklich was. Entgegenzusetzen. Gut, sind hier mal ein paar, die hier auf jeden Fall Stress machen, aber gut. Aber das Tanken fühlt sich auf jeden Fall auch wieder sehr gut an, also gerade auch der Druide spielt sich sehr, sehr rund als Tankklasse. So zumindest mein Eindruck und ja, kann man auf jeden Fall gut spielen. Man macht auch als Tank tatsächlich so ein bisschen Damage. So, hier, gut, dann holen wir uns jetzt mal alle hier. Oh shit. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir tatsächlich ein bisschen aufpassen. Aber auch das hat geklappt. Gar kein Thema. Zack, ein Depth Cooldown. Hätte ich jetzt hier zwangsläufig gar nicht mehr zünden müssen. Aber gut. Zack, jetzt können wir hier drauf. Und dann haben die auch mal endlich Schicht im Schacht. So, wir können die hier alle kirschen an, das gefällt mir auch. Dann kommen wir da nämlich auch mal weiter. Widerstandsfähiges Leder kriegen wir hier immer wieder. Und dann haben wir hier an der Stelle, glaube ich, den nächsten Boss. Aber wir müssen unbedingt Weak Aura kaufen, sag ich schon. Wir müssen uns unbedingt Weak Auras holen. Weil wir dann hier nämlich den Vorteil haben, dass wir ganz genau sehen, wie viele Eisenfeld-Stacks wir haben. Das ist für mich ein bisschen das Problem. Das sehe ich nämlich aktuell nicht. Und dadurch habe ich das Problem, dass ich nie weiß, wann es sich lohnt, Eisenfeld zu machen. Mal gucken. Oh, wir haben den Stab mit Intelligenz an. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so das Beste, was wir machen können. So, sollten wir vielleicht mal den Stab anziehen, der keine Intelligenz hat. Ah, okay, da hinten heißt man noch einen. Das nehmen wir alles mit, das Zeug hier. Wie gesagt, das können wir gut gebrauchen, um unsere Berufe zu leveln. Und dann haben wir hier jetzt. Ich wollte gerade sagen, was ist das eigentlich hier? So, dann kommen jetzt mal Ads. Die können wir direkt mit aufsammeln.
Na gut, aber scheint jetzt hier nicht unbedingt ein Problem zu sein. So, wir haben jetzt hier zwar keinen Loot bekommen. An der Stelle tatsächlich keinen Loot bekommen, aber wir steppen jetzt mal hier komplett rüber, dann können wir Baummaul noch töten. Und dann haben wir noch Faultrich Jan Zornauge. Hinten am Start. So, die beiden müssen wir auf jeden Fall hier wegräumen. Die kriegen wir sonst nicht weg. Ja, Zornklaue. Den würde ich jetzt mal Zornklaue sein lassen. Den müssen wir jetzt, wenn du mich fragst, nicht unbedingt aus dem Weg räumen. Nee, aber Dings macht richtig Spaß, ey, ich schwör's dir. Also. Okay. Das hat man direkt gehört. Dass hier wieder ein paar am Stissel sind. Zack, und dann können wir den hier einmal komplett quer nehmen. Und den auch nochmal töten. Dann haben wir hier noch Stinkatem. Oh Gott. Ihr seid so nervig. Na gut, ich hoffe, wir kriegen das jetzt hier trotzdem noch gut über die Bühne. Oh shit. Hier runterfallen will man natürlich jetzt nicht. Das kann man sich dann sparen. So. Zack, und dann hat er hier auch nochmal einen über dem Dez. Gut, und da haben wir halt Baummaul. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir den irgendwie, dass wir den jetzt hier nochmal aus dem Weg räumen. Können wir nochmal ein bisschen mit hochheilen. Zack. So, sollte aber hier an der Stelle auch eigentlich kein Problem für uns darstellen. Ja, okay. Was passiert jetzt? Er verschlingt mich. Okay, so. Muss ich erstmal so ein bisschen die Fähigkeiten angucken an der Stelle. Sehe ich ja hier weitestgehend auch zum ersten Mal. So. Zack. Zack. So, und dann haben wir den auch mal kurz hops genommen. Ich überlege gerade, wir können ja wahrscheinlich. Ach du Scheiße, okay. Ach du. Heilige Scheiße. Da war so ein kleines Ding, das hat irgendwie für Ablenkung gesorgt und hat uns aber komplett. Komplett hops genommen. Hier nochmal vor dem letzten Boss jetzt hier nochmal ein paar Ads. Gut, das gehört dazu. Dann hoffe ich aber.
dass wir hier gleich dann auch gut rauskommen. Jetzt hat der hier auch nochmal geaddet. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die mal so langsam hier unter Kontrolle bekommen. Hier müssen die rausgezogen werden. Ja, der Heal leistet aber hier an der Stelle eigentlich gute Arbeit, würde ich sagen. Wir müssen hier jetzt halt drauf gehen, ne, damit die jetzt mal hier aus dem Weg geräumt werden. Und dann sollte das eigentlich kein Thema mehr sein. So, aber warum kann man die eigentlich nicht kirschen, an dem da auffällt? Normalerweise müssten wir die ja eigentlich auch. Müssten wir die ja eigentlich hier auch mit Kirschnern können. Aber war Blizzard dann wahrscheinlich doch zu brutal. Und ich glaube, die gelten ja eh unter Humanoid, wenn mich nicht alles täuscht. Allein schon unter dem Aspekt. Werden wir die nicht kirschen können. So, aber jetzt gleich sind wir beim Endboss und dann haben wir den Dungeon ja auch geschafft. Jetzt weiß ich nicht, ob wir die Ads machen müssen. Oder ob dann alle hier auf uns drauf kommen, wenn wir den Boss dann tanken. Da weiß ich mich jetzt nicht so genau. Wäre aber eigentlich gut, das vorher zu wissen. Mal versuchen. Ja, versuchen sie einfach mal zu tanken, das scheint auch zu klappen. Oh, sehr gut. Stille, 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 stille. Okay. Das schaut nicht gut aus. Aber das kriegen wir hoffentlich noch hin. Wir haben jetzt hier das Problem, dass wir die Totems machen müssen. Müssen die Totems machen. Okay, das hat nicht gut funktioniert. Wir sind gestorben. Kill under Totems. So, aber die holt uns jetzt mal hier wieder, denke ich mal, mit Vision der Ahnen. Das sollte dann auch schon mal gut gehen. Und ja, jetzt haben wir hier leider verkackt, aber versuchen sie jetzt einfach nochmal an der Stelle. Okay, der Rest ist gelaufen. Auch jetzt eher so semi-gut, warum auch immer. Option, wir können da in der Zeit mal gucken. Zugänglichkeit, Gameplay. So, Interaktionssymbole, Farbenblindheit, bla bla bla. Können wir nicht irgendwie das hier arbeiten? Ja, das Schlachtzugsfenster, eine Gruppenrahmen. Gruppenrahmen, ja, hat Bearbeiter, Einrüstungsmodus, modern, bla 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 bla. Ja, aber das tut alles nichts zur Sache, das hilft uns nicht. Weil das, was wir brauchen.
So, das, was wir brauchen, ist dann nämlich der Punkt, dass das hier nicht mehr aussieht wie eine Gruppe, sondern wirklich dann an der Stelle wie ein Schlachtzugsfenster. Das ist dann tatsächlich doch ein bisschen einfacher. Weil es ist hier noch diese üble Fäulnishexe dazugekommen. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Eine Sekunde. So, jetzt wurde ich gerade schon wieder angerufen. Verzeiht mir die kleine Störung. Ich muss jetzt gleich sofort runter. Wenn der Boss liegt, muss ich mich sofort auf dem Weg runter machen. Deswegen hoffe ich, dass wir den jetzt schaffen. Sonst muss ich die Folge irgendwie schon vorzeitig beenden. Hier. Das müssen wir kaputt machen, das Totem. So, und dann sieht das aber hier auch tatsächlich schon ganz gut aus. Würde ich sagen. Haben wir uns zwar ein bisschen schwer getan. Aber das sollten wir jetzt ja eigentlich hier hinbekommen. Zumindest macht es gerade den Anschein. So, okay. Dann haben wir den Dungeon abgeschlossen. Aber die Gute will jetzt nicht sterben. Okay, dann können wir den Loot hier rausholen. Haben nichts bekommen und an der Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich muss jetzt wirklich gucken, dass ich hier schnell nach unten komme. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge mit am Start seid. Haut da rein, macht's gut, euer Zabranos. Ciao, ciao.